Also das Gehirn der Pianisten unterscheidet sich von Gehirn der Nicht-Pianisten. Und zwar gibt es einige Zentren, die sind deutlich vergrößert. Besonders dann, wenn sie vor dem Alter von 14 Jahren angefangen haben, intensiv zu üben. Ligeti hat ja erst mit 14 Jahren angefangen. Ich nehme an, sein Gehirn war nicht verändert. Die Zentren, die sich anders darstellen, sind folgende. Das haben wir hier wieder vorne unser Gehirn. Hier oben die sensomotorischen Handzentren, besonders die für die linke Hand zuständigen hier auf der rechten Seite. Diese Zentren hier sind deutlich größer bei Pianisten, weil die eben auch ihre linke Hand enorm üben müssen. Dann, was auch interessant ist, bei Pianisten sind die Sprachregionen auf der linken Hirnhälfte größer, weil dort diese symbolische Programmierung, Klavierspielen ist wie eine Sprache, weil dort diese symbolische Programmierung der Gesten stattfindet. Dann ist ganz interessant, die Hörzentren hier im Schläfenlappen, hier an der Seite, die sind größer auf beiden Hirnhälften, also hier auf der linken und hier auf der rechten. Und wenn man dann das Gehirn innen anschaut, und ich mache das jetzt hier nochmal auf, dann haben wir hier an dieser Stelle hier die große Verbindungsbrücke zwischen der Nervenfaserbahn, die zur linken und zur rechten Hemisphäre, zur rechten und linken Hirnhälfte führt. Und die ist eben hier in dem Bereich, wo die Fasern für die Hände kreuzen, bei den Pianisten ebenfalls deutlich größer. Und als letzter größere Hirnregion ist hier das Kleinhirn. Und da gibt es bestimmte Zentren, die ebenfalls für die Feinmotorik der Hände zuständig sind, die auch bei den Pianisten größer sind. Diese ganzen Veränderungen liegen daran, dass das Nervensystem sich an Spezialanforderungen anpasst. Und zum Beispiel die Vergrößerung hier der Nervenfasern im Bereich des Balkens, dieser Verbindung zwischen beiden Hirnhälften, liegt daran, dass die dicker werden durch die Erfordernisse der genauen bimanuellen beidhändigen Koordination.